Hey, oh wow, hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13.2 für die Xbox 360. Ja, dieser Part ist... Ich sage mal, was man wahrscheinlich hat voraussehen können, wenn man das Projekt bis hierhin verfolgt hat. Ich denke, dass es niemanden so wirklich gibt, der sich für dieses Projekt lange interessiert hat. Mein Kater Monstrum hier. Und eingeschlossen in niemand, der sich so wirklich interessiert hat, bin ich auch. Die Sache ist, mich interessiert Final Fantasy 13. Also der erste Teil. Ich fand die Story super cool und mich hat interessiert, was passiert weiterhin. Vor allem, was passiert zu Lightning Returns dann. Und ich habe leider feststellen müssen, dass die Fortsetzung dieser Story alles andere als hätte sein müssen. Und ja. So. Also. Wie soll ich das jetzt sagen? Erstmal mal ganz kurz, was bist du denn hier? Bist du das mit der Glücksfarbe? Nee. Wo ist denn das jetzt hier mit der Glücksfarbe? Es stand da gerade irgendwo was mit Glücksfarbe und Chaoskristall gewinnen. Keine Ahnung. Was bist du? Ach so. Okay, was ich sagen wollte. Ich habe den Faden verloren. Also, ich verliere die ganze Zeit den Faden. Die hier, Fortsetzung von Final Fantasy 13 mit Final Fantasy 13 2 ist... wo ist mein Goldener nicht da? Er ist so ziemlich eine der beschissensten überhaupt. Also generell habe ich es irgendwie nicht so mit Fortsetzungs-Let's Plays, muss ich mal sagen. Denn ja, wenn man mal so bedenkt, okay, den kann ich wahrscheinlich jetzt nicht reinlösen, weil ich den hier gerade drin habe. Das wäre jetzt ein anderer guter Brecher. Ich hatte doch bis jetzt immer diese Drohne drin. Wo ist denn der? Nee. Augenblick. Muss ich mal kurz suchen. Also das The After Years Let's Play war ja schon sehr, sehr, sehr grenzwertig. Bist du das? Ja, du bist das. Dann das Tales of Xillia 2 Let's Play habe ich damals mehr oder weniger abgebrochen. Geht der jetzt hier? Ja. Und, mit Final Fantasy 13 2 wird es ähnlich geschehen. Also es sieht wie folgt aus. Ich habe mich bis jetzt wirklich irgendwie durchringen können, dieses Projekt weiterzuführen. Und habe es geschafft, bis jetzt nur ein paar Mal zu kotzen von dem Spiel, aber noch nicht komplett abzukotzen. Ich muss jetzt aber sagen, in der letzten Zeit, also ich habe jetzt auch wieder sehr viele Wochen, wenn nicht sogar Monate, nicht aufgenommen und bin jetzt auch gerade im Abiturprüfungsstress. Denn die stehen sehr, sehr kurz bevor. Ich habe immer wieder so andere Projekte hin und wieder, wenn ich Zeit hatte, aufgenommen. Sowas wie Uncharted, Demon's Souls, Tomb Raider oder andere, die demnächst kommen. Und habe dabei einfach für mich festgestellt, dass ich einfach null Motivation habe für FF13.2. Ich habe mal einen Walkthrough geguckt und ich bin wirklich so gut wie durch. Also vielleicht würden wir noch höchstens 10 Parts oder so brauchen. Wahrscheinlich nicht mal. Und dennoch bin ich momentan einfach nicht bereit oder einfach nicht in der Lage, das so durchzuziehen. Selbst wenn es nur noch so wenig ist. Denn dieses Spiel fuckt mich ab. Ich mag es nicht. Es macht mir keinen Spaß. Final Fantasy 13.2 ist meiner Meinung nach wirklich scheiße. Die Story ist langweilig, ohne Ende, repetitiv und... Ich sag's immer auf Englisch, da klingt's besser. Repetitive! Und... Alles ist so... Ich meine, FF13 war nicht das beste Final Fantasy und auch nicht das beste RPG, auch nicht das beste Spiel. Aber Final Fantasy 13.2 hat es einfach nochmal um Längen untertroffen. Viele Leute sehen 13.2 als ultra gelungen an und als Final Fantasy 13 nur in gut. Ich sehe es als Final Fantasy 13 nur in ultra schlecht an. Also wirklich, 13.2 ist scheiße. Und dann das, was ich immer gesagt habe, mit dem immer kommt ein neues Rätsel dazu, nie wird so wirklich was geklärt und wenn dann nur so pseudo aufgeklärt mit irgendwelchen
Pseudo-Mysterien, die super interessant sein sollen, ne? Was weiß ich. Also, sorry, aber also ich habe viele gute Spiele gespielt. Vor allem viele gute Final Fantasies. 1 bis 10 und 12 und ja, Ableger und so. Und 13.2 kann ich an dieser Stelle wirklich nur sagen, 13.2 ist einfach ein Scheißspiel. Das heißt für uns, dass jetzt erstmal keine Final Fantasy 13.2 Let's Play Parts mehr kommen werden. Ich werde jetzt in dem Part noch eine Sache machen. Eigentlich wollte ich eine andere Sache machen, erkläre ich gleich auch noch kurz, aber das hat nicht funktioniert. So, ich werde jetzt gleich noch ein Schokobrennen machen, als Abschied sozusagen, und dann dieses Projekt vorerst pausieren. Ich sage absichtlich pausieren und nicht abbrechen, denn irgendwann möchte ich definitiv noch Lightning Returns spielen, also Final Fantasy 13.3, wo ich mir sicher bin, dass es weniger, also dass das Let's Play weniger problematisch wird als das hier, von der Motivation her. Weil ich die Demo gespielt habe und die echt ziemlich geil war. Eigentlich. Bis auf wenige Ausnahmen. Und da möchte ich natürlich vorher 13.2 durchgespielt haben. Das heißt, irgendwann in Zukunft, wenn das Lightning Returns Let's Play starten soll, dann werden vorher noch die restlichen Parts hiervon irgendwie reingeklatscht werden. Vielleicht sogar so geschnitten, dass nur die wichtigsten Dinge drin vorkommen und das Ganze vielleicht auf 3-4 Parts runtergeschnitten ist oder so. Aber es wird definitiv noch kommen. Das, ja, wiefern das in der Zukunft liegt, weiß ich nicht. Da, Augenblick, plupp, da müssen wir dann drüber reden, das werden wir dann sehen. So. Aber dieses Projekt ist jetzt offiziell pausiert. Es wird jetzt auch eine Weile erstmal, vermutlich bis, ich würde mal sagen, bis Mitte April, vielleicht Ende April, wird jetzt auf dem 15 Uhr Slot dann auch kein Hauptprojekt mehr starten. Da werden dann hin und wieder so ein paar kleine andere Videos kommen. Aber kein Hauptprojekt, das wird noch ein bisschen dauern, denn wie gesagt, ich stehe jetzt gerade im Abiturstress. Wirklich, ich habe jetzt gerade eine Klausurenphase, die letzte, und dann in einem Monat beginnen meine letzten Prüfungen, meine Abschlussprüfungen des Abiturs. Und da bleibt gerade wirklich nicht viel Zeit. Nebenbei muss ich noch unser Jahrbuch schreiben übrigens. So. Und deswegen komme ich jetzt halt gerade dazu, nicht das neue Hauptprojekt dann aufzunehmen und vorzuproduzieren. Das schaffe ich jetzt einfach nicht. Und gerade da das ja täglich kommt, muss ich das ja auch ein bisschen vorproduzieren. So, also habe ich jetzt genug gelabert. Final Fantasy 13.2 ist hiermit auf etwas längere Zeit pausiert und das neue Hauptprojekt startet erst Mitte, Ende April mit ein paar kleinen, also zwischendrin kommen ein paar andere Videos. Und jetzt mache ich ein Chocobo-Rennen. Keine Ahnung, was genau das hier ist. Eine kleine Anmerkung noch vorher, und zwar, eigentlich wollte ich einen Kolosseumskampf zeigen. Ich wollte einen DLC-Kampf mal anmachen und zeigen, wie man darin verkackt. Aber das Problem ist, momentan kann ich darauf einfach nicht zugreifen. Wenn ich ins Kolosseum gehe, ist da einfach niemand. Obwohl da eigentlich ein Typ stehen müsste, bei dem ich das starten kann. So, jetzt machen wir das mal kurz. Bla, ist mir egal, ich brauche das nicht. GR, ach, großer Sanktumpreis. GP von Reed, Balumpulum-Pokal, Gabra Memorial, Memorial, Bodum Derby, Brückland-Pokal. Okay, ich guck mal, was wir hier für Gegenstände benutzen können. Alles klar, wir machen jetzt mal den Brückland-Pokal. Bla. Ja, mir ist das gerade ziemlich egal, wir probieren das jetzt einfach. Ja. Okay, mein Wetteinsatz ist jetzt einfach mal 100 irgendwas. Ich weiß gar nicht, was überhaupt. Und durchstarten. Ich habe keine Ahnung. Ich lese mir das jetzt auch nicht durch hier. Wir gucken uns das einfach mal an, wie das aussieht. Das wollte ich nur mal gezeigt haben. Let's go. Muss ich irgendwas drücken? Drücken würde ich hoffentlich. Nein. Mach schneller. Da ist noch ein anderer goldener Chocobo dabei. Lauf bitte und lauf schnell. Komm schon. Oh. Tornado initiiert. Ah, ich kann, glaube ich, B smashen und da passiert was, oder? Nee, das will sich von allein. Ach so. Oh, er ist Zweiter. Oh, shit. Oh, er ist Erster. Naja, Zweiter. Ah, wegen der scheiß Mittelbahn. Oh, oh.
Oh oh. Nice. Haben wir natürlich gewonnen. Was hätte auch anderes passieren können? Preisgeld 30. Danke. Ja, das hat doch Spaß gemacht. So. Und ist ja ganz schön, dass es hier so ein paar kleine Mini-Spiele gibt und so. Danke. Ja. Hm. Dankeschön. Ja, ja. Ja. Cool. Dann war's das. Viel Spaß dann mit den anderen Projekten erstmal. Und tschüss.